Hallo, herzlich willkommen zurück zu diesem verrückten Restaurants-Testen-Video. Ihr seht schon, aus Versehen sind wir bei der Drehlocation von Joko und Klaas gelandet, wo die hier so hochgelaufen sind. Ich würde einen Ausschnitt einblenden, ich bin auch bei ProSieben im Management, aber ich glaube, dann werde ich zu Tode verklagt. Im Hintergrund seht ihr schon, wir sind heute im Zollverein. Da gibt es ein Casino, nennt sich das, da kann man dann fooden. Die Location an sich ist einfach das Verrückte da so drumherum. Foodmäßig glaube ich eher so ein bisschen bürgerliche Küche, finde ich aber persönlich ganz geil. Siehst du das? Siehst du das Gerät? Das ist ein Gerät, ey. Hier ist ein ganzer Campus drumherum, wir schauen uns da gleich auch noch mal ein bisschen um. Ein paar Sachen haben natürlich jetzt den Umständen bedingt noch nicht auf, aber das Restaurant zum Glück schon. Da dürfen wir jetzt gleich reinschnuppern und ich würde sagen, Migi, do your best. Beauty shot it a little bit and then we go to the restaurant, then we beauty shot it a little bit und dann geht's richtig los. Wenn euch das gefällt mit dem Restaurant und mit den verrückten Sachen testen oder außergewöhnliche Orte so für Restaurants, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bist du bereit? Yes. Dann sage ich uno, dos, drei. Angekommen am Tisch, wir haben jetzt unser Menüchen bekommen und ich liebe es hier, weil Bergwerk ist natürlich direkt schön, ganz entspanntes, geiles Essen, also so, weißt du, die Basics, aber dann nochmal ein geil, also nicht nur ein Schnitzel, sondern ein Schnitzel mit Bratkartoffeln und Spargel und so gibt es hier als Hauptspeise. Wir nehmen natürlich alles, wir machen das ganze komplett voll, würde ich sagen, ne? Die ganze Reise. Ich habe schon meinen Nachtisch gefunden, ist schon okay. Sorry. Ja, wir schauen mal, also es gibt hier verschiedene Sachen, du hast jeden Sonntag, hast so ein Brunch-Buffet hier, 29 Euro pro Person, aber dann all you can Brunch, Alter, richtig reinschalten. Finde ich fair. Du kannst hier ein Candlelight-Dinner machen, was ich mir übel geil vorstellen die kann. Die Location machen wir jetzt, bevor der erste Gang kommt, macht Migi hier nochmal so einen schönen, ne? Machst du mal einen kleinen, einen kleinen Beauty machst du mal, mal ein bisschen rumgehen, einfach mal ein bisschen was abfällen, so mal oben unten mal ein bisschen beleuchten, so mal buntes Licht. Mittagskarte, ganz klar, wenn ihr um die Ecke bist, schön in Essen, falls ihr noch nicht da wart, do it, ey. Du hast hier eine ganze Seite nur mit Pfifferlingen. Das kenne ich immer nur, weil einer meiner Lieblingsitaliener auf Mallorca, ja, ich bin sehr deutsch, ist okay, auf Mallorca, einer meiner Lieblingsitaliener sagt immer, frische Pfifferling, lecker mit Pfifferling. So sagt er immer, Pfifferling, da gehen wir auch irgendwo mal hin. Aber hier kommt es jetzt zu den interessanten Sachen. Hier, Vorspeisen, grüner Spargel, Parmaschinken, sick, sehe ich dich. Weiß ich nicht. Caesar Salad. Sehe ich dich nicht. Dem Bergmann seine Tapas. Crazy, Alter. Eine oder zwei Personen. Carpaccio vom Rind sehe ich mich 100%. Sehe ich mich 100%. Sorry, Miguel, das werde ich hier vorweg schnappen. Hauptspeise. Du hast Gnocchi mit Steinpilzfüllung. Hört sich richtig geil an. Das ist Veggie hier. Ist auch schön gekennzeichnet. So eine fette Kalbshaxe. Du hast ein Sous-Vide gegartes Schweinefleisch. Heißt, vakuumieren, im Wasser heiß machen, dann anbraten. Also du garst es erst auf das, was du willst und sprätst es dann an. Rückwärts braten, ja. Hört sich auch richtig sick an. Wiener Schnitzel vom Tiroler Milchkart mit Bratkartoffel, grün gebratener Spargel und Sauce Bernays. Boah, einfach nur heftig. Black Angus Ribeye. Matthias nach Hausfrauenart gibt es uns noch. Matthias habe ich jetzt nicht so viel mit am Hut. Und dann als Nachspeise gibt es noch einen Käsekuchen, ein Schokoladensoufflé mit, und, oh Gott, Alter, oder Eiskaldiarasem. Was würdest du nehmen? Ich nehme den karamellisierten Cheesecake. Boah, das hört sich echt richtig an. Karamellisierter, ne? Cheesecake. Nach wie vor, ich habe es immer wieder gesagt, ich habe es auch beim letzten Mal schon gesagt, als wir im Aquarium waren, weniger ist mehr. Wir haben 3 Nachspeisen, wir haben 7 oder 8 Hauptspeisen und wir haben 5 Vorspeisen. Sind wir kurz fair, um jetzt nicht alles in Tod zu loben. Es ist pricey. Es ist schon was, wo du mal hingehst, nicht regelmäßig. Schnitzel kostet schon mit Spargel und allem drum und dran, ist schon 26,90. Ist kein Schnapper, aber dafür sind wir da. Es geht um außergewöhnliche, um verrückte Locations, verrücktes Essen oder verrückte Leute, die das Essen oder die Restaurants betreiben. Heute haben wir hier eine verrücktere Location. Um den Campus hier, der hier stattfindet, gucken wir gleich nochmal ein bisschen. Aber jetzt wird erstmal von uns bestellt. Dann sehen wir uns bei der Vorspeise wieder. Und in der Zwischenzeit, während wir warten, könnt ihr euch mal das ganze Ding hier ziemlich noch angucken. Hallo, wir haben eine Vorvorspeise noch bekommen, auf Empfehlung gerade des Hauses, alle übel, übel nett. Ja, genau, Karotte, Kokos. Und Orange. Ja. Als Süppchen noch verpackt für davor. Schmeckt übel lecker, schmeckt übel intensiv. Oh Gott. Leck's mir morsch. Apropos Vorspeise, wir haben ein bisschen abgewandelt jetzt. Ich wollte ja eigentlich das Carpaccio nehmen. Wir machen eine große Vorspeisenplatte, wo wir alle ein bisschen durchprobieren können mit den Sachen.
Hauptspeisen. Ich mache eine Haxe, Joanna macht die, einen Thunfisch. Einen Thunfisch nochmal. Da haben wir einen ganz schönen, vielleicht nicht Vergleich, aber zumindest ist es bündig mit dem Aquarium. Mhm. Und du wolltest nehmen, dass die Pfifferlinge mit dem Angus, Black Angus Steak. Ne? Das war das genau, ja. Das sind die Sachen. Also wir sehen uns natürlich bei der Vorspeise gleich wieder. Und dann bei der Nachspeise, es gibt nur drei. Nehmen wir alle drei. Um das schon mal vorwegzunehmen. Jeder nimmt ein anderes und dann probieren wir uns da lecker durch oder wir machen das zusammen mit so eine Platte. Ich habe gerade nochmal reingeguckt, ne? 120 Euro, 119 Euro, eine Date Night hier. Okay. Und mit drin eine Weinflasche, eine Mineralwasserflasche und ein warmes Getränk danach. Und das Date auch noch oder nicht? Das Date ist dabei. Achso, das ist hier sponsert bei Tinder, ja. Nee, also super, super krass. Also kann ich mir richtig gut vorstellen. Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn die Vorspeisen mal da ist. Meine Güte. Vorspeisen haben sich gewaschen, ne? Hast du es gesehen hier? Wir haben Vitello Tonnato mit Kapern und so einer Thunfischcreme ist das. Wir haben Burrata. Das kenne ich nur, weil ich Fabian Döhlers Insta-Stories. Der Mann hinter Cyberpunk. Das ist nicht der einzige. Es gibt noch viel, aber der macht es. Hallo Fabian. Dann gibt es hier Carpaccio. Das heißt, wenn das einer von euch anpackt, packe ich euch den Finger ab. Und wir haben hier jetzt noch eine Auswahl so an Tapas von Vorspeisen auch noch dazu bekommen, damit wir uns wirklich durchprobieren können. Ich würde mal sagen, ich bin mal ganz fies und frech und tu mal kurz mein Aperitif unalkoholisch weg. Und schau jetzt direkt mal hier. Ich mache mal kurz, ich habe noch nie so einen Salat mit solchen Erdbeeren probiert. Das werde ich mal. Ich nehme mal kurz eine kleine Probe. Crazy lecker, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass grün doch, eigentlich macht Sinn, ne? Aber ich hätte nicht gedacht, dass Erdbeer so gut zu Dings geht. Dann hier ganz klassische Fricki, würde ich sagen, ne? Fricki eher, ist es okay, wenn ich hier reingehe kurz? Ach, klar. Weil dann, also ich klaue mir jetzt einfach mal die Fricki, egal ob ihr wollt oder nicht. Kartoffel-Gurkensalat finde ich erstmal mega crazy. So, und? How's the tasting? Also wenn du tanzt zum Food, dann weißt du immer, ist eigentlich ganz gut, oder? Aber es sieht aus, es riecht auch wie eine Falafel. Ich werde die jetzt mal hier anschneiden. Anschneiden, durchschneiden. Das ist hier unten. Apfelzimt, Apfelkompott. Nee. Ist das? Was ist denn das? Schokolade? Das ist Blutwurst. Das ist Blutwurst, ja. Das ist ein Blutwurstbärchen. Boah, nicht 100% meins, bin ich ganz ehrlich. Boah, ich liebe Blutwurst. Okay, nee, ich mag Blutwurst nicht, ne. So, komm, direkt tilgen den Geschmack mit ein bisschen Currywurst. Das ist geil, finde ich. So Currywurst, du kannst alle selber zusammenwürfeln. Das heißt, wir können Currywurst machen. Dazu könntest du dir einen Kartoffelsalat bestellen, das ist richtig schwäbisch. Und dann wird es so richtig schlonzig. Ich sabber wieder, Mann. Boah, einfach gut. Einfach gut, Mann. Und das hier jetzt zu guter Letzt, was ist das? Matthias. Fisch. Das ist Matthias. Ich habe auch noch nie Matthias gegessen. Ich kann es also nur jetzt so bewerten. Nicht meins. Krabben halt, ne? Also Krabben und Mayo. Krabben? Ah, ne, wie ist das so? Fisch und Mayo halt. Ja, lecker. Intensiv Fisch und Mayo, ne? Vitello Tonnato. Thunfischsoße. Und dann jetzt muss man das normalerweise immer so cool machen, ne? Dass man die beiden nimmt und dann immer so. Ja, das hier, ja genau. Das nehme ich einfach ganz entspannt hier runter und tu das dann hier drauf. Ist ganz lecker. Aber so Rind, oder? Kalbsfleisch ist das. Mit Thunfisch. Kalbsfleisch, dünn geschnitten, mit Thunfisch und so Kapern halt. Muss aber sagen, Kapern habe ich jetzt langsam, entdecke ich langsam für mich. Es schmeckt sehr neutral, finde ich immer. Deswegen mag ich halt das Carpaccio so viel gerne, weil der Parmesan und weil halt man immer so Balsamico drüber hat. Deswegen wird Miguel höchstwahrscheinlich auch so drauf abgehen, weil es halt so Essig ist. Oh yes. Essig und dünn geschnittenes Fleisch, insane. So, das Burrata-Ding, muss ich sagen, habe ich auch noch nicht gemacht, weil das ist ja eigentlich Mozzarella, ne? Es ist sehr guter Mozzarella, ja. Ist sehr guter Mozzarella, so innen drin wirkt es wie so aufgewühlt so ein bisschen. Genau, es ist so weich, es ist genau. Halb flüssig. Also wenn man so Burrata anschneidet, dann läuft es auch manchmal so. Ja, genau. Ich kenne das, wie gesagt, nur von Fabian Döhlers Insta-Stories. Boah, riecht aber richtig gut. Riecht wie so ein Museumsbesuch. Keine Ahnung, warum das jetzt so ist. Aber let's try. Das ist fresh. Der schmeckt richtig gut. Und ich mag halt, das heißt, zu sagen, man mag keinen Mozzarella, ist halt der größte Schwachsinn, den man vor sich geben kann. Schmeckt wirklich nach gar nichts. Das ist einfach nur eine Konsistenz. Aber diese Soße drumherum ist richtig lecker. Und mit ein bisschen was dazu, mit dem Brot oder so, wirklich eine 10 von 10. Aber das Beste kommt zum Schluss. Das Beste kommt jetzt zum Schluss, Miguel. Ich bin richtig gespannt. Wie stehst du zu Rucola? Ja, ich auch nicht. Bei mir wäre es okay, nicht. Bei mir, kann ich ja schon essen. Ich nicht, nee. Es ist mir immer noch zu bitter. Ich bin immer noch 4 Jahre alt, wenn ich darüber nachdenke. Schön dein Rucola haben, Miguel. Da spiele ich nicht mit, dein Spiel. Oh, ey, leck mir am Arsch. Was ist für dich ein gutes Carpaccio? Es darf nicht so anfühlen, als wenn das jetzt gerade frisch aus irgendwie der Kühle gekommen ist. Also so eiskalt sein. Mhm. Nicht zu dick, muss wirklich hauchdünn sein, sodass du im Prinzip eigentlich nur mit einer Gabel das fast schon essen könntest, weißt du? Und dazu muss dann immer noch irgend so ein Knaller dabei sein. Wir haben jetzt hier nochmal so eine kleine Soße dabei. Auch ein bisschen Schärfe, fast wie so ein bisschen Meerrettich. Richtig. Und natürlich das Wichtigste von allem ist natürlich das Balsamico, was da drauf kommt. Was der geilste Essig. Und das stimmt einfach hier. Okay, jetzt haben wir so lange Vorspeisen gemacht, Leute. Weiter geht's, Hauptspeisen. Und das müssen wir jetzt erstmal leeren irgendwie. Leck's mir im Arsch.
Miguel. Ja. Vor dir auf deinem Teller. Pfifferlinge mit schönen Bratkartoffeln, mit schönen Rumsteak und Creme. Bernese. Ich habe hier, boah, ich liebe das alles. Ich hab, hatte auch Bratkartoffeln, ich habe aber extra den, das Kartoffelpüree mit Speck genommen noch dazu. Okay. Weil ich habe ja dieses Kalbs, das hier Haxe, schon alles gelöst, das heißt alles reinschlemmerbar. Und ich habe noch ein Pilzragout dazu. Heftiges Gerät auf jeden Fall. Habe auch hier, du siehst, Miguel, Pfifferlinge. Du hast Pak Choi. Ich habe Kartoffel, Lauch, Stampf und ein Thunfischsteak. Hauen wir mal rein. Wie ist im Vergleich zum letzten Mal? Schwer zu vergleichen irgendwie. Ich bin gerade voll geflasht, das schmeckt übel lecker. Auch so mit dieser Soße und so. Aber ich glaube, der Koch beim letzten Mal hatte recht, dass dieser Kakao dem so einen ganz besonderen Taste gegeben hat. Aber krank lecker. Also ich kann überhaupt nicht sagen. Also das, muss ich sagen, ist das erste Mal was, wo ich jetzt sagen würde, ich verstehe die Konsistenz nicht 100%. Das ist also im Gegensatz zu der Konsistenz, die ich kenne, dieses Kartoffel, also das ist ein Kartoffelstampf. Ich weiß nicht, ob man da einen Unterschied zu Püree setzt. Die Konsistenz an sich ist viel dichter, so gefühlt, weißt du? So, es ist so sehr, sehr, so als wenn man alle Luft und Fluffigkeit rausgezogen hätte und das ist sehr dicht. Ich finde es gar nicht so schlecht. Das Pilzragout-Teil, Alter, passt perfekt dazu. Sogar die kleinen, das sind die Tomätchen hier. Das ist ein Zeichen von Quality. Das hier wirkt einfach so wie so, ich wollte gerade sagen, die Haut eines alten Menschen, aber das wäre irgendwie sehr ekelhaft gewesen. Aber es stimmt schon eigentlich, wie so ein Daumen. Okay, jetzt reicht's. Ich weiß nicht, was es mit mir macht, aber es macht auf jeden Fall was Gutes. Aber gerade ein Pfifferling. Okay, ich halte den jetzt mal, den Jungen. Dann könnt ihr auch mal bei dem reinschauen. Jetzt komm. Bratkartoffeln erst. Yes. Live Action Shot, Miggi. Was sagst du? Schmeckt gut. Schmeckt wie eine Bratkartoffel. Boah, krass. Pfifferlinge. Sehr interessant. Pfifferlinge. Pfifferlinge. Aber ich habe solche Pfifferlinge noch nie probiert. Auf jeden Fall interessant. Jetzt kommt der richtige Moment. Ah, ist das Medium wer? Nee, schon eher Medium. Das ist eher schon eher Medium, ja. Ja, was sagst du zur wichtigsten Frage für dich? Natürlich zur Bernays. Ich mag keine Bernays. Probieren Sie. Schlimmer Moment. Ich probiere aber trotzdem. Nee, ist nicht so meins. Seid Butter, ne? Das, ja, aber ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr lecker. Und das heißt jetzt nur noch lecker schmecker Dessert. Yay! Siehst du das eigentlich, wenn wir filmen? Dieses nach vorne gelehnte? Das ist so ein bisschen, als hätten wir so einen intimen Moment. Du, Sibylle, du, mit deinem langen Ohrläppchen links, wo ich immer drauf gucke, den ganzen Abend, du. Freitags, jetzt reicht's okay. Junge! Entschuldigung. Was ist denn jetzt los? Nee, sag mir. Ja, ist gut. Nee, sag nichts, als wäre jetzt hier so ein Tyrann. Was denn jetzt? Nee, passiert? Sag jetzt, habe ich gesagt. Das soll ja, jetzt was sagen. Denn? Was denn passiert? Weißt du Sibylle? Miguel Sibylle? Miguel hat eine Freundin, die Sibylle heißt. Wie heißt die Mutter von Sibylle? Wir gehen jetzt hier einmal durch. Wir haben alle drei Nachspeisen direkt auf einem Teller. Wir haben das Schokosoufflé, wir haben den American Cheesecake mit einer Salty Caramel Crumble. Salty Caramel Crumble. Und das restliche ist die dritte Nachspeise. Das ist eine Homemade Obstplatte, hier aus der Ecke, ne? Hat er gesagt, aus eigenem Anbau. Aus eigenem Anbau, Erdbeeren aus eigenem Anbau. Und eingelegt. Aber. Eingelegte Erdbeeren. Und wir haben hier noch eigene Aprikosenkonfitüre. Mal jetzt einen kleinen Esser. Erstmal hier so eine schöne Beere, eine Brombeere. Das finde ich immer irritierend, ich will auch immer Blaubeere sagen. Nein, eine Brombeere. Eine Blaubeere ist das, klein. Aber ja, das genau. Ist auch eine Heidelbeere. Eine Heidelbeere. Es ist beides, meiner Meinung nach. Okay. Oh, so ein gutes Bärchen, ne? Ich habe den Kuchen probiert. Du hast den Kuchen gemacht? Ich habe ihn gemacht, ja. Ich finde die Bärchen sehr lecker, muss ich sagen. Das ist schon für mich ein kleines Highlight. Boah, das ist schon eine Nummer, bin ich ganz ehrlich. Ich probiere jetzt auch mal hier den. Wenn Obst immer so schmecken würde, ne? Das wär's. Also ich muss sagen, ich habe auch eine ekelhaft, krankhafte Abhängigkeit entwickelt von so Karamellzeug und so Salted Caramel. Das hatte ich nie. So, wir haben drei kleine Schokosoufflés da. Sollen wir jetzt noch? Jo. Falls du noch bist bereit, ja, machen wir bei Joanna, gucken wir mal. Boah. Oha. Das ist, oh Gott, flüssig. Fantastisch. Jetzt nochmal. Das ist fantastisch bestimmt, ne? Es ist einfach sowas, wo man wieder Kinder mitkriegen möchte. Das ist so gut, ey. Frisches Obst dazu oder Vanilleeis immer kriegen. Ich kann nicht mehr. Ich kann schon noch. Wir haben sogar noch ein paar Sachen, die wir noch nicht ganz fertig hatten. Wir haben ein bisschen getuppert. Wir nehmen auf jeden Fall noch fleißig mit.
Aber ich kann noch, ich werde jetzt auch essen, aber ich kann euch nicht mehr sagen, wie geil es schmeckt. Wir haben euch natürlich alles verlinkt zu dem Restaurant. Weiteres, wir sehen uns gleich draußen. Ihr kleinen Nüsschen, ihr, ne, mit dem Nasenlöchlein. Ja, ich sehe es so. Heftiges Gerät, übel leckeres Essen, aber es gehört ja zu einem verrückten Restaurant oder zu einem krassesten oder außergewöhnlichen Restaurant. Nicht nur dann das Food, sondern auch das Drumherum, und das ist hier natürlich nur mal mehr als nur gegeben. Ihr habt so ein bisschen gesehen, dieser Campus ist riesig. Wir sehen es hier jetzt nochmal zum Ende hin. Hier ist das alles so in so Metall gegossen. Es ist Bronze, es ist echt Bronze. Hier sind wir jetzt gerade an diesem großen Rad. Kannst du das große Rad mal abfilmen? Da kommen die hoch und runter mit, da werden die rein und rausgezogen, die Leute. Da kann man auch reingehen, und seht euch mal bitte nur an, was man hier noch bitte alles machen kann. Also wir haben ja wirklich nur den kleinen Teil abgedeckt. Hier da hinten, wo die 6 und die 5 ist, weißt du, und hier das Rädchen, da sind wir. Und dieses ganze Areal, guck dir mal bitte an, über was sich das noch erstreckt, was hier machen kannst. Du hast hier ein Maschinenhaus, die Waschkaue, du hast das Hauptmagazin, wo Büros und Werkstätten drin sind, das Baulager, das Asienhaus, verstehe ich jetzt nicht. Du hast ein Museum, du hast einen Denkmalpfad, du hast riesige Grünanlagen. Auch immer hier sieht man immer bei den Förderbändern noch entlang, sind immer riesige Grünanlagen, auch wohl, wo man selber noch Obst anbaut. Halt höchstwahrscheinlich für Strong, weil ich richtig geil finde. Hier ist das Casino Zollverein, das ist die 9 da hinten, wo wir gerade drin waren. Dankeschön, Sir. Immer gut, Stewardess dabei zu haben. Hier gibt es noch Ausstellungsorte. Wir haben noch 3, 4 Cafés. Das ist wirklich der absolute Hammer. Also das hier ist mal, falls ihr das noch nicht kanntet und ihr in der Nähe von Essen wohnt, wirklich mal so ein Tagestrip wert. Meine Güte, man kann ja sonst nichts machen. Packt mal irgendwen ein, 2, 3 Freunde, mittags hier schön Kaffee trinken gehen, abends schön im Casino noch was essen gehen. Man hat irgendwie immer was zu sehen, wenn man auch so in Industrial Look steht. Und dann morgens geht er im besten Fall noch hier runter und lasst mir euch mal eine Führung durchs Bergwerk unten geben. Hier ist ja so eine Stadt drunter. Saugeil. Also übel crazy. Es ist saugeil hier, Leute. Es ist saugeil. Und es ist begleitet von und durch geiles Essen. Und im Zweifelsfall, falls euch das alles nicht genug ist, könnt ihr nochmal die Rolltreppe von dem Joghurt gegen Klaas sehen, wo die ganze Zeit Joghurt gegen Klaas versus ProSieben gemacht haben. Ich symbolisiere gerade, wie man Rolltreppen läuft. Aber nur wenn es sehr flache Rolltreppen sind, muss man dazu wissen. Komm nochmal vorbei kochen, einer von euch beiden. Einer hat ja Zeit jetzt, der andere hat eine Sendung auf ProSieben. Ich mag auch Mönchengladbach. Gut Kick. Gut Kick, ja, Waldhausen, ja. Dankeschön fürs Zugucken, abermals. Hier kommt die ganze Zeit Mucke raus, ich schwöre, da geht's runter in den Schacht, Alter. Bevor wir jetzt geklaut werden, geht's jetzt ab nach Hause. Und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht im Großraum NRW noch ein paar verrückte Restaurants kennt oder Restaurants, die verrücktes Food machen oder einen verrückten Inhaber haben oder eine Inhaberin oder whatever you self identify or gender yourself is, ne, sagt man. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Ich gehe, ich klau da. Bring hier hoch in einem Sprung. Komm. Gatte, Leute. Yeah, give it up. Schneid raus. Schneid das raus jetzt. Schneid das raus. Ist übrigens UNESCO Weltkulturerbe. Mal aus jetzt. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß. Und lass ein Abo da. Guck mehr Videos. Guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.